Neben mir ist Peter Ihling, Transformationsberater, Coach, Autor. Peter, was machst du genau? Ja, herzlichen Dank, dass wir ein Interview führen dürfen. Meine Aufgabe ist es, die Menschlichkeit in die Unternehmen wiederzubringen. Und deshalb sind wir hier auf der Messe, um Unternehmen anzusprechen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie wir wieder miteinander sprechen und nicht übereinander, wie wir Konflikte klären können und wie wir neue Wege in Teams, aber auch in der strategischen Ausrichtung gehen können. Die Frage ist, wie wir miteinander arbeiten. Ein Unternehmen ist ja wie ein System und es ist wie ein Uhrwerk. Wenn in einem Uhrwerk ein Rädchen blockiert, blockiert das ganze System. Und deshalb ist es wichtig, dass wir achtsam mit all den Menschen und Mitgliedern in einem Team und in einem System umgehen. Und wenn es Konflikte gibt, ist es wichtig, dass wir diese Konflikte bereinigen, damit das Uhrwerk und das System, das Unternehmen wieder sauber laufen kann. Und wir helfen, diese Blockaden zu erkennen und diese Blockaden aus dem Weg zu räumen. Das machen wir dann auch mit Konfliktmediation, das heißt, dass man die Dinge von beiden Seiten betrachtet und dadurch eine neue Entwicklung entstehen kann und auch Konflikte und Streitigkeiten schlichten kann. Ja, das wird sehr gut angenommen, weil es letztendlich auch eine Frage ist für die Führungskräfte. Wenn sie sich in diese Themen zwischen den Menschen begeben, sitzen sie oftmals zwischen den Stühlen. Oder sie haben auch oftmals nicht den Blick für die Dinge, weil sie nicht so tief reinschauen können in die Privatsphäre der Menschen. Und oftmals bringt man auch private Themen mit in das Unternehmen und das blockiert. Und so ist es gut, mit neutralen Menschen zu arbeiten, die eben neutral an die Dinge rangehen und trotzdem die Dinge in Fluss bringen. Ah, okay. Und hier steht, dass du auch Gruppenworkshops gibst. Richtig, also Gruppenworkshops und auch Teamtrainings sind dafür da, dass man gemeinsam an den Zielen und der Ausrichtung arbeitet. Das heißt, von der Vision, der Mission zu den Zielen kommt bis hin zu den Aufgaben und dass es nicht etwas ist, was von oben übergestülpt ist, von der Geschäftsleitung, sondern dass man das generisch von unten entwickelt, nämlich der Frage, warum gehe ich gerne in die Arbeit, was möchte ich dort erreichen und wie können wir diese Ziele gemeinsam erreichen und aus dieser Freude letztendlich auch die Energie und die Kraft und auch der Ausdruck des Unternehmens im Außen entsteht. Ja, es ist ganz wichtig, dass man eben individuell mit den Menschen arbeitet. Das eine kann ein Einzelcoaching sein, das andere kann sein, dass man eben einen Konflikt von zwei Leuten klärt. In Gruppenworkshops ist es in der Regel so, dass zwischen 8 und 12 Leute sich treffen, weil sie an einem Thema gemeinsam arbeiten. Es gibt natürlich auch größere Veranstaltungen, wenn es darum geht, mehrere Teams in einem gesamten Unternehmen in der Größenordnung von 200-300 Leuten zusammenzubringen. Und dort habe ich dann auch Partner, die mir zur Seite stehen, um diese ganzen Gruppen gemeinsam zu betreuen. Und du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Ja, also für mich war es ganz wichtig, auch alternative Wege zu gehen, auch wie wir an unser inneres Wissen wieder rankommen. Und so bin ich verschiedenen Themen begegnet, wie beispielsweise der Symbolsprache. So ist es beispielsweise mit der 8, ja, eine Geschäftszahl, die uns letztendlich sagt, dass wir auch in die Selbstachtung und die Achtsamkeit wieder gehen können. Und da zeigt man sich, wie die Sprache uns hilft, die Dinge wieder zu verstehen. So habe ich mich mit den Farben auseinandergesetzt zum Beispiel. Ich habe mich auseinandergesetzt mit den Zahlen. So hat jede Zahl und jedes Wort, jedes Logo hat auch eine eigene Bedeutung. Und dieses Verständnis wieder zu bekommen, hilft uns einfach, die Zusammenhänge zu erkennen und hilft uns, ein inneres Wissen anzuzapfen. Das, was wir so Bauchgefühl nennen, wo wir wieder erkennen, wie wir unser Unternehmen ausrichten wollen, wie wir uns in den Teams formieren können. Und es sind Hilfswissenschaften, die uns auch helfen, Blockaden und Konflikte zu lösen. Super, sehr gut. Und du hast eine brasilianische Fotografin ausgesucht, oder? Warum? Ja, Maricília dos Santos ist eine wunderbare Fotografin, weil sie die Gabe hat, das Herz der Menschen im Bild zu zeigen. Sie ist jemand, der mit den Menschen sehr intensiv auf Herzebene arbeitet und spricht die Seele aus den Fotos. Und deshalb habe ich sie gewählt, weil sie dort sehr, sehr gut ist und weil sie sehr professionell arbeitet und weil ich sie auch als persönliche Freundin sehr schätze. Warst du schon in Brasilien oder in Lateinamerika? Es ist noch ein ganz großer Wunsch von mir, einmal im Amazonas zu sein und vielleicht gelingt es mir auch, nach Sao Paulo zu kommen, um dort die Familie kennenzulernen und dort persönlichen Kontakt zu knüpfen. Es ist ein großer Lebenstraum noch von mir. Ja, Brasilien ist für mich natürlich, das kennt man, den Karneval, nicht nur in Rio, in Sao Paulo. Es ist sehr offen, die Menschen sind sehr herzlich und sehr umgänglich. Die Sprache Portugiesisch, die einfach fließt, die auch wie eine Melodie ist.
und die sehr freudig ist, wenn man sie hört. Und ich stelle mir auch sehr viel Natur natürlich darunter vor, neben diesen Großstädten, die es natürlich auch gibt. Und da ist der Amazonas das Gebiet, was mich am meisten anspricht, mit den verschiedenen Tieren und der Vegetation, die es dort gibt, aber auch den Menschen, den Heilern und den besonderen Menschen, die dort vor Ort leben. Okay, vielen Dank, Peter. Wir danken dir und für Erfolg heute bei Dialogmesse. Ja, herzlichen Dank für das Interview und wer nähere Informationen über mich oder das Unternehmen möchte, kann unter www.beratung.com mit E oder AE vorbeischauen. Herzlichen Dank. Dankeschön.